Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, der dritte Teil ist ja gerade rauskommt, zumindest halt, wie gesagt, für euch gestern, wenn ihr die Folge zu Release guckt. Bei mir ist es halt gerade der 19. Und ja, scheinbar sind schon die ersten, also ein Kumpel von mir hat schon gemeint, dass es sind schon erste Serverprobleme aufgetreten und er würde sich jetzt doch erstmal eine neue Grafikkarte kaufen, weil es doch nicht so flüssig läuft, wie er eigentlich erwartet und gehofft hatte. So, ich werde mich mal dann mal wieder ausnahmsweise mit Essen hochheilen. Dann können wir das nämlich mal, wenn es ja eh schon im Schrank rumliegt, können wir es ja auch mal mitverwerten. Ich glaube, das war's aber, oder? Ja. Gut, dann gehe ich mir das belegte Brot mit Huhn noch holen. Hat bestimmt auch was. Nom. So. Wir können ja hier, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Erstmal nicht. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Überreste. Aber ich glaube, genau, da war nichts Wichtiges mehr. Wir speichern. Und dann gehen wir mal nach draußen. Oder sollen wir da nochmal rein? Ich sprach mit einer Täter, ne? Also, ich muss mehr herausfinden. Okay, Zahnarzt. Ne? Ich glaube, das war's jetzt aber auch. Magische Stein. Markieren wir das mal gerade. Also müssen wir wieder da rein. Okay. Ich meine, hier ist ja sonst nichts, oder? Sehen wir noch eine zweite Tür? Gut, dann gehen wir halt wieder rein. Aber hier ist doch kein Stein, oder? Käse. Ist doch alles Käse hier. Hier ist nur Essen. Ach stimmt, den Stein vielleicht, ne? Ups. Zu Triss und Leuwarden. Jetzt ist auch der Spiegel wieder aus. Okay. Ja, manchmal lohnt es sich doch ein bisschen genauer, sich die Sachen nochmal anzuschauen. Hat ja diesmal zum Glück nicht allzu viel Zeit gekostet.
Ihr kennt mich? Ich bin's. Ich bin es, Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Ich werde euch helfen, den Werwolf-Zauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, die Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer, im Gegensatz zu euch. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Ja, hab ich's nicht gesagt? Irgendwie habe ich mir das ja denken können, dass er ein Werwolf ist. Hat sich am Anfang mindestens so angehört. Tja, ich glaube, als Hexer machen wir unseren Job verdammt schlecht. Dass wir hier alle schon an Ungeheuer laufen lassen. Das ist alles so rechtschaffen Ungeheuer hier. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute dagegen haben. Nee. War das jetzt irgendeine... Ja genau, jetzt müssen wir halt hier den Schlüssel abgeben, also den Stein abgeben. Dann tun wir das doch mal. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ich hab grad was getrunken, dankeschön. Uns hier etwa auch wieder durcharten. Kann ich nicht. Also Magie ist hier wohl gerade nicht. Was ist das eigentlich? Eine Grube. Können wir da mal um Hilfe rufen? Hey, ich bin gefangen, ich komme hier nicht mehr raus. Hier können wir auch nichts machen. Da ist eine Tür. Ah ja. Dann nehmen wir doch einfach mal die Tür. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Schnell speichern. Was ist denn hier eigentlich? Nix, oder? Hier liegen halt ein paar Sachen rum, die haben halt nicht aufgeräumt, aber... Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Wie schön. Hier geht's zur Kloake. Da ist ein paar Waffen raufgeholt. Kann ich leider nicht mitnehmen. Schade.
Aber ja, hast du ein bisschen was von der Betthöhle? Nicht schlecht. Super, Vincent. Yay. So. Ja, ich glaube, wir sind einigermaßen richtig. Darüber. Hier könnte man noch rasten, aber im Moment jetzt nicht so nötig. Okay, holen wir den noch platt. Dann würde ich ganz gerne mal aus den Kloaken hinaus. Einmal eine Runde verschwinden. Was? Na gut, der hat ja keine Chance. Doch. Scheinbar schon. Oder war der einfach nur so dumm, sich hierhin zu verlaufen? Ich möchte ihn gern... Plündern wir den halt. Besser als gar nichts. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Meine Füße schmerzen. So. Wir befinden uns da und müssen ins Gasthaus. Oh, hallo. Moment, falsche Waffe. Danke, ich krieg das schon hin. Machst hier aber gut als Ablenkung. Lecker, lecker Fistech. Haben wir aber schon 10 Stück. Ich muss mal gucken, dass wir die irgendwo verschabeln können. Wir könnten die hier beim Dings verkaufen, beim Jethro, der freut sich doch bestimmt. Hallo. Ah, und so ein paar Kikimoren, das ist gut. So, du zuerst. Ich glaube, der hält jetzt doch ein bisschen mehr aus. Als so die anderen, die wir hier hatten. Ich glaube, hier war genau starke. Bei dir der schnelle. So. Oder haben die sie extra hier auf dem Weg platziert, um uns das Leben schwer zu machen? So, kicken wir das noch weg. Jawohl, wir können endlich die Kikimoren plündern. Da ist noch einer. So. Prügeln wir ihn mal noch weg. Mein Kopf ist nass. Du gehst? Gut, dann geh. Ist mir eigentlich ganz recht. So, dann mal ab ins Gasthaus. Hallo.
abscheulicher Tag. No. Du armer du. Ja, Thaler ist scheinbar echt weg. Keine Ahnung, wo der jetzt abgeblieben ist. Und die spielen ja echt ohne Unterlass. Eine gute Gage gekriegt, die Band. So. Ja? Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Toll. Ah. Hexer. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lass mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt magische Spuren aller Sendungen. Oder einfacher ausgedrückt? Mit etwas Glück können wir damit das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Ich muss mit Leuwarden darüber sprechen. Bis später. Na toll. Okay, unter vier Augen. Machen wir da mal bei Gelegenheit. Geheimnisvoller Adeliger. Ada sieht göttlich aus. Auch wenn sie für meinen Geschmack etwas zu dünn ist. Oh, geht, glaube ich. Die erwarten doch nicht, dass wir die ganze Nacht stehen. Es heißt, dass König Radovid mit Volltest verhandeln will. Ach, das war also der König Radovid. Ah, alles klar. Wie gesagt, ich bin da mit den Namen noch nicht so ganz firm. Die Asche von Alt-Visima schwelt noch. Und hier folgt die königliche Familie der Einladung eines Nilfgaarders. Wäh, wäh. Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Alles klar. Unverziehen. Überflüssiges Gefasel. Na dann. Ich werde mich natürlich für Yevin entscheiden. Hat eigentlich Schnucki noch irgendwas zu sagen? Triss, wo bist du eigentlich abgeblieben? Achso, wir sollten mit ihr noch unter vier Augen sprechen. Ist er heimgegangen? Ich glaube, dann gucken wir nämlich erstmal noch zu Hause vorbei. Die haben ja immer noch ihren Spaß hier. Wunderbärchen. Ja, aber ich denke, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.